Die Edelstahlschmiede Kind und Co. in Wiehl. Schmieden ist ein sehr energieintensiver Prozess. Um die Rohlinge auf die erforderliche Temperatur von 1250 Grad zu bringen, müssen diese mehrere Tage in Gasöfen vorgeheizt werden. Neu entwickelte, deutlich effizientere Wärmetauscher nutzen die Abgase aus den Öfen und heizen die Rohlinge auf über 1000 Grad vor. Dadurch wird rund ein Drittel der Energie eingespart. Zudem konnte durch eine optimierte Regelung der Luft-Gas-Mischung die Zunderbildung verringert werden. Durch die Umstellung des Verfahrens wurden die Materialverluste erheblich reduziert. Wir können unterstöchiometrisch den Ofen betreiben. Das heißt, wir haben im Ofen während der Verbrennung keinen Sauerstoff mehr über, sodass dadurch kein freier Sauerstoff für die Oxidation zur Verfügung steht im hohen Temperaturbereich und wir daher eine Einsparung im Zunderverlust von ca. 30% erzielen können. In Wiehl konnte der CO2-Ausstoß um rund 1000 Tonnen pro Jahr verringert werden. Und die Technik lässt sich auf rund 400 Öfen in der BRD übertragen.